Backen, Leute! Ich hab richtig Bock. Backen, kochen, lachen. All zusammen lachen. Ja, holt mal Julia, da kann's losgehen. Ich würde gerne, dass ihr beide mit mir ein bisschen moderiert und da so drauf schaut. Weißt du, was ich meine? Okay, wir können schon mal rübergehen. Komm, wir gehen mal rüber. Lass mal. Komm, wir gehen mal rüber und alles gucken mal an hier. Was hier... Hallo Jessie, hast du gar nicht Hallo gesehen? Das ist meine Cousine Jessie. Jessie hat auch einen Foodblog, aber die kann nicht backen, sondern nur kochen. Deshalb haben wir... Ja, brauchst du uns jetzt nicht erzählen. Ja, kannst hier, du ja nicht. Und deshalb haben wir nicht, liebe Julia hier von Julias Torten. Eat Tolerant auf Instagram, Julias Torten auf Instagram. Ja, mal war eine auch auf YouTube wieder, halt. Könnt ihr auf jeden Fall überall gerne mal reinfolgen. Hallo, das ist meine Familie ist gerade auch gekommen. Ist ja super toll. Ihr haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit, ihr zwei. Ihr kennt vielleicht Julia noch von meinem Fortnite-Torten-Video, von diesem Chuck-Chuck, den wir gemacht haben. Thema dieses Segments wird sein asoziale Ostern. Also wir haben hier Zuckerguss, wir haben hier Farben, wir haben essbaren Kleber, ja, mega nice. Perlen. Strasssteinchen. Wir haben, wow. Hier, wir haben auch hier so ganz viel von diesen coolen Modulationstoys. Sieht aus wie beim Zahnarzt, Alter. Ist ja schön, wirklich. Ja, alles geil, alles geil. Dann haben wir hier noch so ein Dings. Das ist, komm da, mal her, da mische ich die Farben mit dem Mikro. An. Torten. Wir haben drei Torten hast du gemacht, ja, ne? Genau. Ein Geodreieck hast du auch dabei. Und oh mein Nizza. Gott, wie professionell bist du? Sehr semi-professionell. Revi, warum schickst du... Vanessa, mach meine Torte. Sie guckt immer deine Videos, deshalb dachte ich, das ist voll schön. Ich gebe da jemanden, der absolut tausendmal besser ist als du. Ja, ja, es geht in dem Stream eigentlich nur darum, alle Leute vorzuführen. Ja. Ja. Deshalb mache ich das ja. Ne? Deswegen auch das spontane Thema. Ja, genauso wie Pietro Lombardi, Mittelklasse-Sänger gegenüber Wavy Boy. Absolut arschgeil. Boah, ich muss mal aufhören, Alter. Pietro, cool, dass du da warst. Der war so cool, der war so nett. Er hat es so gut gemacht. Ja, wirklich. Wir haben auch bunte Krispies. Guck mal, die sind für Eis bunte und Gebäck. Ja, und mega. Blümchen und Augen. Augen, Alter. Boah, kann ich davon. Warte, ich muss mir eins nehmen. Hier. Ja, wir haben hier eine Blueberry. Was ist das? Cheesecake. Wir haben auch noch eine Oreo-Torte. Okay. Und eine Mango-Zitronen. Okay. Ja! Die Mango-Zitrone ist laktosefrei. Leute, alle die -11-Fans hier draußen. Das ist auch voll krass. Die haben hier dieses extra zum Schneiden für die Torte. Haben die schon mitgebracht, ne? Hier. Ich habe auch Messer dabei. Ach so, ja. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get it. Was ist so deine Lieblingstorte? Meine Lieblingstorte... Ja. Echt? Bei dir? Ich würde sagen Bienenstich. Ja. Und Frankfurter Kranz. Ein bisschen langweilig. Bienenstich tut dir auch weh, ne? Ja. 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 Ist ja auch. Rettet die Bienen. Rettet die Bienen, ja. Leute. Boah, keine Ahnung, was ist meine Lieblingstorte? Ich weiß hey, nicht. Also irgendwie, also Chat, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Für mich kommt es so rüber, als ob du nicht ganz da bist. Woran liegt das? Kann, also, ich kenne dich sonst. Anders, ja, yeah, ja. Yeah. Kann es das sein, dass du 19 Stunden, 2 Minuten, 58 Sekunden live bist? Ja. Ah, okay. Ja, das, ja. Ja, meine Lieblingstorte kommt da gerade, ja. Die Jody, ne? Jody-Torte. Hier, habe ich gut gemacht, ne? Die Jody-Torte. Geil, Alter. Nee, was soll das? Also ich wollte nur sagen, wir haben jetzt drei Torten, deswegen haben wir entschlossen, dass Jessie und ich als Amateure auch eine Torte machen werden. Oh, ja. Wir haben das noch nie gemacht, aber wir werden euch schlagen. Hammer, dann haben okay. wir drei Stufen, Amateur, dann, Mittel und... Jody, Vanessa, ich würde dich einfach gewinnen lassen, wenn du diesen ganzen Fondant-Klotz auf den Kuchen drauf machst und sagst, fertig. Ach so, das ist aber wichtig. Torte. Wer entscheidet am Ende, wer gewonnen hat? Wir lassen Schlorox und Tinkerleo entscheiden. Ich bin nur Moderator. Die beiden sind leidenschaftliche Esser. Die essen gerne. Und, echt? Ja, die mögen essen. Oh, das ist aber unfair. Ich kenne die gar nicht und dann, also schlecht und dann weiß ich ja gar nicht, worauf es ankommt. Ja, weil aber das weiß sie ja auch nicht. Bei Kelly wüsste ich, was ich machen müsste. Was denn? Ja. Dann ist es doch eigentlich noch fair. Viele Fälle pimmeln drauf, ne, ja. Nee. Okay, gut, dann. Sonst hätte ich Jesus gemacht. Jesus, von 187. Ja auch zu Ostern. Das ist natürlich cool, eine 187 Torte. Kannst du da eine Felge draus machen für Montes Lamborghini? Jesus, Jesus, oh mein Gott. Ja, ne? Ist ja noch nie aufgefallen, also, oder? Ich finde, nein, guck mal, der Chat hat gerade was vorgeschlagen. Was denn? Es sollte zwei Punkte, naja, eigentlich müsste es drei Punkte geben fürs Aussehen, aber dafür ist der Chat verantwortlich, wer gewinnt. Für Geschmack sind die Geschmackstester. Ja, aber Geschmack ist halt doch, aber Geschmack. Geschmack habe ich ja gewonnen. Weil ja, ich eben. Ja, gut. Das Ding ist, vielleicht hat sie ihre Torte richtig eklig gemacht. Mit Pipi drin oder so. Maracuja-Zitrone. Chat und 50% Live-Jury. Ja, ja. Eine Stunde, 11 Minuten und 11 Sekunden. Das war's. Okay, Leute, okay. Seid ihr halt. Okay. Ich bin richtig. Zieht eure Handschuhe an. Kelly, bitte aus dem Bild, denn jetzt wird's. Und ihr eure Hosen runter. Wir gehen nicht, deshalb müssen wir beide raus. Ja, ne? Ja, auch Handschuhe. Und jetzt? Ja. Drei, zwei, eins. Und los! Asoziale Ostern. Eine Minute, 11 Sekunden. Eine Stunde, 11 Minuten und 11 Sekunden. Sag mal, damit will ich das selber machen. Sag ich nicht. Ich mach doch nicht, ich klau doch nicht deine Idee. Wenn du es mir jetzt sagst, dann ist es safe. Jessie, was machst du da Schönes? Ich mache hier gerade die Ohren. Ah, von was? Psst, nicht verraten. Von den Ohren. Die Ohren von den Ohren. Von dem Sebastian. Meine Ohren, ach so, ja. Meine Ohren. Vanessa, was hast du da jetzt benutzt? Das ist eine Rolle. Das ist Kokain. Das ist Kokain, das wird später richtig gut schmecken. Stärke. Also, ja. Damit du auch noch ein bisschen aushältst. Genau, das ist eine Kokstorte. Das ist mega
geil, ja. Speisestärke brauchst du, damit ja, ja, Speisestärke. Vanessa, dein Fondant ist kaputt. Ist ein bisschen viel Fondant, ne? Nee, ist genau gut. Nee, dann passt schon. Ihr geht hier alle mit einer grünen Basis, ich verstehe das schon. Ich habe jetzt meine Kugel braun ein. Okay. Hier. Oh, die ist ein bisschen stückig. Das macht aber nichts natürlich. Das wird ein kleiner Kotklumpen. Na, siehst du, hast du richtig. Nee, ich verrate nicht, was ich mache. Ja. Es wird ein großes Geheimnis, damit ihr alle am Ende sagt, wow, ja, mega heftig. Diese Probier mal ein Stück. Das ist Arte. Zucker. Ja, und? Das isst du sonst auch mit? Hier, komm, das schmeckt. Reiner mit. Ist doch nicht das ganze Stück hier? Ey, was ist den Klumpen und stell dich nicht so an. Das ist gut. Nimm auch ein kleines genau. Stück. Stell dich nicht so an. Einfach probieren. Schmeckt nach Zucker. Ja, ist mega lecker. Mm. Schmeckt nach Karies und Zahnausfall. Was wird denn da hinten, ganz, ganz hinten gerade für eine Paste angerührt? Ich rühre gerade Zuckerguss an, den ich dann als Gras gleich an meine Torte würde jetzt ein bisschen. Ja? Ich hab irgendwas von draußen. Ja, ja, genau. Du machst die Wiese, richtet die mal schön ein. Ich mache hier den Hasen jetzt. Vanessa, ein Kackball. Ein Kackball. Ein Kackball. Also ich bin ehrlich, die Torten sehen noch sehr sozial aus. Asozialität fehlt mir da an der Stelle ein bisschen, ne? Ja. Kommt noch. Ah, Vanessa, perfekt. Ein Schotten. Ja. Vanessa ist fertig. Puh. Warte, kennst du noch Kastanienmännchen, wo man so... Nein, auch jetzt hast du ein Loch da reingemacht. Jetzt hast du ein Loch in meinen Hasen. Sieht nur mal ein Hase aus. Kriegst du mir auf jeden Fall einen Bonuspunkt wegen erschwertem Arbeiten. Danke. Es ist unfair. Danke. Vanessa, ich schwöre dir, was machst du da gerade? Hör auf diesem Hasen mit dem Kugelschreiber im... Können wir das einmal auf die Kamera groß drauf? Ich... Oh Gott, ich... Also das ist wichtig. Und nochmal. Warte. Ein bisschen rühren. Was machst du da? Das ist wichtig. Lass es da. Warum? Das gehört dahin. Lass es da. Das gehört. Das ist wichtig. Das ist ein wichtiges Detail. Oh mein Gott. Was denn? Dieses Modellierwerkzeug in Zukunft nicht mehr. Du, die du da gerade das Riesenloch reindrückst, geschockt über dieses kleine Detail. Irgendwas läuft falsch. Ja. Dann ist das so ein Huttenhase. Darf ich deinen Hasen so bezeichnen? Ja, ist voll Huttenhase, Mann. Koks und Kuchen. Oh. Das ist schon sehr nice. Drei, zwei, eins. Nimm das Messer weg! Stopp! Okay, so. Wir rufen jetzt mal alle Leute hier hin. Weil wir müssen jetzt alle Leute, die müssen das jetzt natürlich erstmal begutachten. Ja, wir müssen natürlich jetzt erstmal uns intern... Ihr müsst die gleich mal präsentieren. Okay. Kommt mal alle hier rüber jetzt, Mann! Wir fangen bei Julia an. Julia, du darfst deine Torte mal vorstellen. Wir können jetzt von dem Mod schon mal ein Strawpoll vorbereiten, welche der drei Torten gewinnt. Du brauchst aber jetzt auch einen Namen für deine Torte. Julia, was hast du da gezaubert? Ich weiß einen Namen. Ich habe gar keinen Namen. Ja, jetzt denk dir schnell dann aus. Justin kifft gerne an Ostern. Justin kifft gerne an Ostern. Sehr gut, okay. Ja. Julia, was hast du dir dabei gedacht bei diesem Design? Ich habe mir gedacht, das sind Hanfblätter. Das ist ein Drehding. Und das ist unfair. Entschuldigung. Alles gut. Ich habe ein paar Hanfblätter hier gespritzt und wo ist die Kamera überhaupt da? Keine Ahnung. Ja, die sind überall. Ja, also und dann habe ich kleine Bierdosen gemacht und ich finde, ich meine, kleine was sagt mehr Assi ja. als zu viel Gold, deswegen läuft hier das Geld rund, das Gold runter. Ja. Und der Hase heißt Justin. Okay. Ja. Justin ist ein Assi-Name, oder? Auf jeden Fall. Justin kifft. Also heißt hier jemand Justin? Sorry, dass ja, super. Die Torte unglaublich Perfekt. Schön ist. Die ist eigentlich zu schön, um asozial zu sein. Ja. Also ich möchte deshalb, gerne ich kann nach die Hause nehmen und essen. Box gerne einfach ich einmal rein. Ich gebe euch recht, mit dem Asozial habe ich so ein bisschen... Gut, das ist einmal Justin kifft gerne an Ostern. Vanessa, was hast du da gemacht? Das ist ja... Ich nenne meine Torte harte Arbeit. Ja. Und Alter. Moment. Naja, wie ihr seht, das ist, too ist real. Hier ein Hase, der nee, bitte nicht. Eier produziert. Also ja. Ostereier. Magst du kurz erklären, wie der Hase die Eier produziert? Naja, also... Also nicht freiwillig offensichtlich, ne? Nee, also die müssen schon festgehalten werden, ist klar. Also die nehmen ja ihr... Also das geben sie ja nicht freiwillig. Produziert er das Ei oder kriegt das reingesteckt? Das ist jetzt auch so eine... Ui, der lernt das, oder? Der kocht das. Er mag das schon. Das ungefärbte Ei geht rein. Das ungefärbte Ei geht rein. Vor allem bin ich eben gerade beim Kettengustav. Also das aber, könnte der Kettengustav. Es hat auch ein Thema. Es geht darum, dass man sich daran besinnt, dass wir alle zu Ostern natürlich frei haben. An aber es gibt Arschloch natürlich auch Leute, steckt, die an Ostern genau. arbeiten müssen, die wow, das Ganze auch... Ne, weiterhalten. Genau, deshalb steckt euch super. Keine Eier an Ostern Hallo, in den Arsch. Also, das macht man nicht, weil die könnten stecken bleiben. Das wäre mega dumm. Restaurant. Ja, des Öfteren, ja. Clubs. Leute, die Klos putzen. Okay, das ist ja, harte Arbeit. Das ist Kevin. Justin kifft gerne an Ostern. Was habt ihr da gezaubert? Jessie, bitte. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ja, also wir haben durchgemacht. Ne? So heißt die Torte durchgemacht. Nee, die heißt. Ach, der kotzt. Der heißt Queen. Ja. Der Hase kotzt. Gina.
Queen Gina. Also, Torte. Queen Gina hat durchgemacht. Ja. Ist auf dieser wunderschönen, eigentlich sehr schönen Wiese aufgewacht. Ist das Koks? Ja, das ist Koks. Okay. Ja, auf jeden Fall ist sie dann morgens ganz erschrocken aufgewacht und hat alles hier vorgefunden. Unter anderem das hier. Ja. Sie kotzt auch gerade noch aktiv. Ja. Na, und sie hat das Essen nicht vertragen, ja, weil die Torte auch ein bisschen raus. Ach, das ist Kacke. Ja, schön. Ja, Mensch. Und wir haben ein paar Zigarettenpackungen, Bottles. Ja, können wir gleich. Ja, wir können das alles safe essen. Also man beachte erstmal hier die vielen kleinen Details, die wir... Ja. Und den perfekten, runden... Das heißt, du kannst dir aussuchen, welche Drogen dir am besten gefällt. Genau. Richtig, genau. Also wenn du Drogen magst, ist das deine Torte. Also ich glaube, dass der Chat doch abstimmt. Richtig, genau. Deshalb, wie gesagt... Das, was wir jetzt sagen... ist beeinflussend. Ist da am Ende beeinflussend. Deshalb machen wir es jetzt so. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen einen Straw-Poll. Der liebe Let's Fabs hat es bestimmt vorbereitet. Wir haben einmal Justin kifft gerne an Ostern, einmal Harte Arbeit und einmal Queen Gina. Die drei stehen jetzt zur Auswahl. Der Chat darf abstimmen, wer gewonnen hat. Und die Verlierer... Jetzt kommt's nämlich. Die Verlierer müssen nach Hause fahren. Nein, Joke. Ihr könnt alles gut, ey. Ich fahre gerne nach Hause. Ihr könnt das gerne ausräumen und dann fahre ich nach Hause. Also ich will es jetzt auch nicht sagen, aber ich habe eine Favoriten. Abstimmung. Hast du einen Favoriten? Ich habe auch so einen Favoriten, aber das sage ich jetzt nicht, weil jetzt kommt erstmal die Abstimmung, lieber Chat. Also, so, schauen wir mal ganz kurz die neue Abstimmung. Vorne liegt gerade mit einem deutlichen Vorsprung 69%, witzigerweise, tatsächlich. 69%? Harte Arbeit, Vanessa. 69! Okay, dann würde ich sagen, Vanessa, du hast gewonnen. Dankeschön. Vielen Dank fürs Partizipieren. Ein ganz großes Shoutout auf jeden Fall an Julias-Torten auf Instagram. Ganz genau. Folgt auf jeden Fall mal rein und auch gerne bei eTolerant. Die beiden haben das hier alles auf die Beine gestellt, das alles mitgebracht. Nein, ich bin ein guter alles Verlierer. Irgendwie gekauft. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Beide Instagram-Links findet ihr gleich von meinem Mod-Team sortiert. Sicherlich im Chat, wenn ihr es hinbekommt. Das kriegt ihr hin, Mod-Team. eTolerant und Julias-Torten. Ich danke meinen Eltern dafür, dass sie mich geboren haben. Mein Favorit war natürlich die Arschtorte. Ja, natürlich Jodi für die jahrelange Unterstützung. Das war schon geil, oder? Eure Torte war auch schön. Super. Ja. Die erste Torte war auch perfekt. Ja, aber na klar. Hasen jetzt, ne? Gewinner sind Gewinner, ne? Die können einfach nicht verlieren.